Hallo, liebe Freunde, und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Brothers, A Tale of Two Sons. Oh Mann, die letzte Folge war ja auch wieder actionreich. Actionreich an Groo. Da gab es viel zu sehen, viel zu erleben. Und wir sind jetzt immer noch mit unseren beiden Brüdern. Ja, hier jetzt an der Klippe unterwegs. Können wir hier was machen? Oh. Tatsache. Das klingt nicht gut. Ne, ich glaube, das klingt nicht gut. Ich glaube, das müssen... Oh, 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 oh. Oh, oh. Und der... Oh, Mann. Und jetzt du hinterher. Das klingt ja wirklich nicht gut. So, Multitasking ist wieder erforderlich. Sehr gerne. Ich mag ja solche Einlagen. Komm, Kleiner, ab. Oh, nein. Das... Oh nein, oh nein, oh nein, komm. Hinterher, hinterher, komm. Schnell. Halt dich fest. Oh. Oh wow, oh wow. Kleiner, komm. Schnell hoch mit dir, komm. Was war das? Was sind das für Bestien? Was sind das für Bestien? Das sind Wurzel. Oh, wie soll er da vorbeikommen? Hä? Wie soll das gehen? Was mache ich hier falsch? Komm, Kleiner, häng dich dran. Ah, ich verstehe. Oh, jetzt heißt es Teamwork. Na komm schon, Kleiner, schaffst das. Halt dich fest. Nicht loslassen. Was sind das nur für Gestalten? Oh Mann, oh Mann. Oh, 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 oh. Runter, 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 runter. Was sind das nur für Gestalten? Und hoch mit ihr. Oh Mann, das könnte schwierig werden, hier wird's eng. Lasst ihn in Ruhe, lasst ihn in Ruhe. Was auch immer ihr seid, ihr lebenden Baumstämme. Ein bisschen wie aus Herr der Ringe, ne? Komm jetzt, und hier bist du nicht sicher. Das gibt's doch nicht. Schneller, komm, komm, komm. Oh Mann, komm, pack ihn, schnell. Halt ihn fest. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, komm hoch. Schneller, schneller. Oh Mann, was ist denn jetzt los? Wir stolpern jetzt hier von einer Falle in die nächste und unser Kleiner muss einiges durchmachen, aber wo sind wir denn jetzt gelandet?
Hört ihr das? Dieses Atmen? Es ist hier so... Was? Was ist das? Oh Mann. Wo sind wir denn jetzt gelandet? In einer Vision, in einer Traumwelt? Da liegt unser Vater und hier ist sie erst. Unsere Mutter. Was ist hier los? Ist das abgefahren? Ich habe keinen blassen Schimmer, was ich hier machen muss. Komm, Junge, wach auf. Naja. Ja, naja. Oh, Mama. Oh Mann, das ist echt abgefahren. Da, Marlin. Oh. Oh Mann, wenn ihr hättet gerade mein Gesicht sehen müssen, ne? Oh, das. Ich stand da mit offenem Mund, ne? Ich war total geflasht. Was da war los? Boah, der Kleine hatte nur einen Traum, zum Glück. Bewusstlos, höchstwahrscheinlich. Boah, das war ja ein Trip, ey. Boah, meine Güte. Bin mir auch ganz durch den Wind. Oh Mann, der arme Kleine. Alter, was? Was hat der vor da unten? Komm, schnell hin, der will sich doch erhängen, oder wie? Alter, nein. Junge. Maruhadi, da. Komm schnell. Schnell hoch jetzt hier. Hier rüber, komm, komm, komm. Mach das ab. Mach's ab. Was? Oh nein.
Oh nein. Boah, heftig. Hier ist einfach mal das Haus abgefackelt. Und seine ganze Familie mit. Ist leider im Feuer umgekommen. Oh nein, du. Und er wollte sich erhängen. Hätten wir ihn vielleicht nicht retten sollen? Oh nein. Oh. Oh Mann, danke. Danke, Spiel. Jetzt fühle ich mich schlecht irgendwie. Also, einerseits natürlich gut, ja. Ich meine, können ihn doch nicht einfach sterben lassen, so, aber. Ach, trotzdem, es ist nicht schön. Oh Mann, ey. So, wir müssen da irgendwie rüber. So, jetzt zeig mal wie. Okay, kannst du dich hier irgendwie festhalten? Kleiner Mann. Hier kommst du durch. Aber das geht ja zu tief. Das. Nee, darüber kann er nicht. Das geht nicht, das geht nicht, das geht nicht. Aber vielleicht, guck mal, von hier würde er springen können, schätze ich. Na komm. Irgendwie festhalten, hm? Geht das? Nee, irgendwie nicht. Irgendwie stecke ich jetzt hier aber auch ein bisschen fest. Hallo? Hallo? Hab das Spiel geglitscht. Ich hab das Spiel geglitscht. Nee, doch nicht. Da, guck mal. Da habe ich es doch geschafft, wieder mich zu befreien. Komm, und er kann sich festhalten. Sehr gut. Jetzt ist nur die Frage, wann. Ich schätze mal jetzt. Festhalten. Gut. Puh. Okay, und loslassen. Genau, sehr gut. Ja, Moment. So. Und. Loslassen. Sehr gut. Geschafft. Haha, so macht man das. Oh Mann, ich habe immer noch so ein schlechtes Gewissen. Ich weiß nicht, ob das die richtige Entscheidung war. Vielleicht hätten wir ihn doch einfach sterben lassen sollen. Aber. Ist doch kein schöner Tod. Oh. Kein schöner Tod. Wow. Ich liebe diese Aussichten. Oh. Yeah. Oh, schön, ey. Ich liebe diese Aussichten in diesem Spiel. Das ist einfach so bezaubernd. Und am liebsten beende ich ja immer die Folgen hier, ne? An diesen Bänken. Aber jetzt doch noch nicht. Ist noch viel zu früh. Da geht noch was. Da geht noch was. Vielleicht kommt ja noch eine schöne Bank. So gegen Folgenende. Das wär's ja. Würde ich mich ja freuen, wenn das so wäre. Hier rüber. Ja. Na komm, Kleiner, geh vor. Einer muss ja vorgehen. Oh oh, was habe ich da gehört? Irgendein Tier. Jetzt aufpassen, Jungs. Unser Ziel ist bekannt. So, jetzt wissen wir, wo es lang geht. Darüber können wir gar nicht. Einfach nur so, finde ich schön.
Moment, da bin ich gerade wieder ein bisschen durcheinander gekommen mit der Steuerung. So, jetzt hier können wir hier rein. Tunt ihr uns was, liebe Ziegenböcke? Hm? Nee, wir können nur auf ihn reiten. Können wir wieder zumachen? Ach nee. Ach lol. Jo, du, du. Ja, ich weiß, glaube ich, wo wir lang müssen. Ich glaube, ich weiß, wo. Komm. Oh. Ach nee, Moment. Ich war gerade wieder verplant. Ich dachte. Oh nein, hier rein. Warte. Wie cool ist das denn? Und kommt hier rüber mit euch. Yes, sir. Oh, wie schön. Oh, das ist toll. Komm jetzt hier. Ich bin schneller. Nein, du bist schneller. Hoppa. Und jetzt hier hoch. Und du auch noch. Boah, guck mal, wie tief es da runter geht. Jetzt nicht runterfallen. Jetzt nicht runterfallen ist die Devise. Kommt, Jungs, weiter geht's. Hoppa. Boah, die Böcke, die haben's drauf, ne? Die haben's drauf, sag ich mal. Wie die da lang gepäst sind. Oh, wer sind die denn? Hey, Hanna Horn. Sorry. Horn. Ja. Ja gut, du brauchst unsere Hilfe anscheinend. Dann schauen wir mal, wie wir dir helfen können hier. Kannst du das rüberwerfen? Sag mal. Alter, Tatsache. Schmeißt er das Ding einfach hier wie so eine Diskusscheibe rüber. Ist ja kein Problem für ihn. Unser großer Bruder, der ist ja stark. Ja. Der ist ja stark und kräftig. Kann das jetzt auch rüberschmeißen? Zwip. Schade. Ich dachte, der Kleine könnte es catchen, aber konnte er nicht. So, du Kleiner. Da rein. Sehr gut. Und jetzt drehen wir mal das Rad. Oh, ja, ihr müsst natürlich beide auf die Seite. Anders geht das natürlich nicht. Ja, und hoch mit ihm. Das war's auch schon. So, hinterher. Wer sind sie denn? Verrückter Professor oder was? Hallo? Hallo? Bleiben Sie stehen. Gut, da geht es irgendwie dahin. Und ich gehe mal hier hin. Okay, vielleicht andersrum? Hm? Ich erforsche mal und folge dem Typen nicht. Ah. Guck mal, er kann. Jetzt ist nur die Frage, wofür wir das brauchen werden. Hm. Ich habe noch keine Ahnung, so eine Art Windmaschine, wie mir scheint. Aber wir sprechen einfach mal mit dem Herrn hier. So. Hallo. Ja. Na komm nochmal, du schaffst das. Ach, schon wieder hat er gewonnen. Nee, jetzt lassen wir nicht auf uns sitzen. Einer geht noch, komm. Oh, unentschieden, unentschieden. Komm, der nächste gehört dir, Kleiner. Komm schon. Ach nein, immer noch nicht. Komm. Du packst den. Yes! Haha. Sehr gut, jetzt bin ich zufrieden. Jetzt bin ich zufrieden. Dass unser Kleiner hier mal gewonnen hat. So, hier hat er zwischengespeichert, wie mir scheint. Oh, können wir hier mal durchgucken? Oh. Okay. Oh, schön hier. Können wir uns unseren kleinen Bruder angucken hier eigentlich?
Nee. Oder doch? Komm. Hier? Nee, nicht ganz. Okay. Turm, wo bist du? Hier bist du. Okay, okay. Großer Turm, großer Turm. Da. Irgendwo müssen wir hin. Ja, schön. Und da steht das gute Ding. Wahrscheinlich werden wir damit jetzt gleich einen kleinen Ausflug machen. Allerdings erst in der nächsten Folge von Let's Play Brothers, A Tale of Two Sons. Ich hoffe, ihr schaltet morgen auch wieder ein. Ich freue mich wirklich über, ja, über jeden von euch, der reinschaut. Vielen Dank dafür. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich sag jetzt Tschüss. Ich bin euer Valerius. Macht's gut und ciao, ciao.